Die meisten Pottwarnhäuser haben eine lange Tradition. Bei Georgia Graham ist das nicht so. 1981 gründete Johnny Graham mit seinen beiden Brüdern dieses Haus. Zuerst wurden Weine aus zugekauften Trauben erzeugt. Inzwischen besitzen sie mehr als 30 Hektar Rebfläche und gehören zu den führenden Erzeugern der Region. Der Reserve Pot ist ein Verschnitt aus verschiedenen Fässern. Im Glas haben wir ein dichtes Rubin mit leichten Randaufhellungen. Hat ein sehr schönes Bouquet mit Aromen von Pflaumen, Feigen, Walnüssen, Marzipan und ganz feine Holznoten. Am Gaumen ist er halb süß, relativ komplex mit viel Frucht, Würze, weichen Gerbstoffen und er ist sehr gefällig. Probieren Sie diesen Wein doch mal zu Schokolade, Schokoladenkuchen oder zu gezuckerten Erdbeeren. Dieser Port ist sehr gut gelungen und in diesem Preissegment kaum zu toppen. Wir bewerten ihn mit 84 von 100 Punkten. Aus dem Sauternglas der Enotheca-Serie von Schotz Wiesel oder dem Burgunderglas aus der Winterserie kommt der Wein am besten zur Geltung.